Hallo Freunde, ich bin Thomas von Leukterbräu, der Hobbybrau-Kanal. Heute ein weiteres Video aus der Fermenta King-Serie. Und zwar zeige ich euch, wie ihr heute Dry Hopping macht mit dem Fermenta King Junior. Im Gegenzug dann seht ihr auch, wie wir dann wieder Bier umfüllen, in diesem Fall vom Fermenta King Generation 3. In den Fermenta King Junior. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich. Wir haben jetzt hier unseren Fermenta King Junior bereits gereinigt und desinfiziert. Und jetzt geben wir einfach unseren Hopfen hier in den Fermenta Junior rein. In dem Fall haben wir hier einen Citra-Hopfen, 85 Gramm, und den geben wir jetzt rein. Hier haben wir jetzt unser Druckset, ebenfalls gereinigt, desinfiziert und den Dichtungsring gefettet. Und damit verschließen wir jetzt unser Keg. Dann öffnen wir hier unser Überdruckventil. Dann schließen wir unser CO2 an die Getränkeseite an, also hier an den Schlauch, hier nach unten, und geben dann Gas drauf. Das reicht schon. Schließen unser Ventil. Und somit bildet sich im unteren Bereich ein CO2-Polster und damit können wir dann unser Bier von unten nach oben befüllen und der Sauerstoff entweicht nach oben raus. Sicherheitsventil natürlich wieder schließen jetzt, ne? So, wir geben jetzt Druck aufs Fass drauf, dass wir denselben Druck haben wie hier in unserem Spenderfass. Unser Ablassventil ist bereits montiert. Die Bierleitung habe ich hier schon an dem Fermenta King angeschlossen und wir schließen jetzt die andere Seite hier am Fermenta King Junior an. Nun kann man sehen, dass es schon anfängt zu laufen. Und wenn es aufhört zu laufen, lassen wir einfach Druck hier vom Fass ab. Hiermit können wir jetzt die Flussgeschwindigkeit einstellen. Die ist wirklich gigantisch hier vom Citra-Hopfen. Wir stoppen das Ganze jetzt. Das war es soweit auch schon zum Dry Hopping mit dem Fermenta King Junior. Der geht jetzt in die Kühlung rein und kann dann ein paar Tage ziehen, der Hopfen. Dann wird der Sud runtergekühlt und dann setzt sich der Hopfen am Boden dann nachher ab. Wir haben jetzt hier nicht alles reinbekommen. Hier sind jetzt noch 2 Liter Rest drin im Fermenta King, aber den füllen wir dann einfach in Flaschen ab. Dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und falls ihr noch kein Abo habt, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.